Mercedes hat mal wieder Großes vor und stellt mit dem GLE Coupé eine mächtige Mischung aus SUV und Coupé auf die Räder. Obwohl eine gewisse Ähnlichkeit zum BMW X6 nicht von der Hand zu weisen ist, basiert das GLE Coupé laut Aussagen der Schwaben auf dem CLS. Ob sich Mercedes vom BMW inspirieren ließ oder nicht, sei mal dahingestellt. Doch zumindest im schön verarbeiteten Cockpit braucht sich das GLE Coupé vor der bayerischen Konkurrenz nicht zu verstecken. Während das Platzangebot im Fond Coupé-typisch eher spärlich ausfiel, hätten wir uns beim Kofferraum eine etwas tiefere Ladekante gewünscht. Doch letztlich ist das GLE Coupé ein Spaßmobil und trotz Bergabfahrhilfe und Luftfahrwerk kein Lastesel oder Offroader, weshalb Mercedes auch auf einen Geländemodus verzichtete. Denn Spaß machte unser 450er AMG Einsteigermodell mit Biturbo und 367 PS auf alle Fälle. Da sich der 2,2 Tonner in 5,7 Sekunden auf Tempo 100 katapultiert, blieb kaum Zeit für die herrliche bayerische Landschaft. Selbst flotte Kurvenfahrten sind dank der Sportdirektlenkung sowie dem Kurvenassistent kein Problem. Einzig der Einstiegspreis von 88.000 Franken konnte unsere Freude etwas mindern.